Ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein. Ich habe vor anderthalb Jahren einen Anruf bekommen. Nachmittags, ich kam gerade aus der Schule nach Hause. Ich hatte die letzte Unterrichtswoche hinter mich gebracht und vorbereitet ein großes Sommerfest für die Abschlussklasse, die ich begleitet hatte. Und gehe ans Telefon und bin eigentlich auch sehr gehetzt. Und Ute fragt, sag mal, wie sieht das eigentlich aus mit 21st Century Skills und dem 23. Oktober 2018? Und so kam wahrscheinlich auch die Jungfrau zum Kind. Ich bin wahnsinnig gespannt selber auf das, was wir jetzt gleich zusammen erleben. Ich hoffe, dass einiges Neues für Sie dabei ist und sage einfach mal, first things first, ohne Vorstellen ist mir ein Raum mit 280, 290 Lehrkräften dann doch etwas zu unbekannt. Ich würde Sie wahnsinnig gerne kurz etwas kennenlernen. Und weil zu mir schon so viel gesagt wurde, würde ich Sie bitten, einmal kurz Ihr Smartphone rauszuholen und folgende Internetseite zu aktivieren und den Code einzugeben, den Sie dort sehen. Ich würde Sie bitten, die folgenden drei Fragen einmal zu beantworten. Zwei- oder mehrsprachig, im Bildungssektor tätig und derzeit im Kontakt mit einer geflüchteten Person. Wir haben eine große Mehrheit im Raum, die zwei- oder mehrsprachig ist. Wir haben eine absolute Mehrheit, die im Bildungssektor tätig ist. Und wir haben einige von Ihnen, die mit einer geflüchteten Person in Kontakt ist. So, ich klicke einmal weiter. Ich habe eine nächste Frage für Sie. Und zwar möchte ich gerne von Ihnen mal wissen, das ist auch eine offene Frage, was denn für Sie Kultur bedeutet. Und Sie dürfen bitte 5 Begriffe angeben. Nichts von denen ist falsch. Jeder darf zum Abendessen kommen. Und ich würde Sie bitten, die einfach mal einzutippen und wieder auf Absenden zu klicken. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also Sprache wird groß und größer. Das scheint doch ein ganz wichtiger Aspekt zu sein. Wir haben ganz viele sichtbare Dinge oder die Merkmale, die wir anfassen können, die wir erfahren können, wie Musik, Literatur, Essen, Kleidung und wir haben Dinge, die man weniger anfassen kann, wie Traditionen, Bereicherung, überlebenswichtig, Glücksgefühl lese ich da, das ist glaube ich jetzt ab der ersten Reihe nicht mehr erkennbar, dafür entschuldige ich mich natürlich. Vielseitigkeit, Verhalten, Lebenseinstellung, Sehenswürdigkeiten, Bücher, Geduld, Alltag, Freiheit, Identität, Neues, Bräuche. Ich klicke einmal weiter und im Verlauf der nächsten 4 Fragen werden Sie gebeten, sich zwischen entweder oder zu entscheiden. Das ist natürlich immer schlecht. Das ist immer ein Dilemma. Ich bitte Sie, diese pädagogische Reduktion der Realität einmal ganz kurz für vollkommen wahrhaft anzunehmen und einfach einmal kurz sich einzuschätzen. Dadurch, dass das alles anonym ist, wissen wir auch nicht, wer hier wer ist. Aber die erste Frage an Sie ist, welche Rolle das Privatleben Ihrer Kolleginnen und Kollegen an der Schule spielt. Also ist es einmal, das Privatleben meiner Kollegen im Schulalltag spielt eine Rolle oder das Privatleben meiner KollegInnen ist im Schulalltag nicht so wichtig. Wie würden Sie das einschätzen? Die nächste Frage für Sie lautet, aha, ertappt. Und wir pendeln uns ein bei 90-10, etwas polarisierter als zuvor. Sehr, sehr spannend. Vorletzte Frage. Glück zu haben im Arbeitsleben spielt eine untergeordnete Rolle. Ich habe die Dinge selbst in der Hand. Oder
Glück spielt in der Arbeitswelt eine große Rolle, da ich vieles nicht in der Hand habe. Wie würden Sie das einschätzen? Aha, diesmal geht es nicht ganz so stark auseinander. So, und die letzte Frage für Sie, dann ist das Quiz erstmal vorbei. Als ich neu war im Kollegium, habe ich erstmal mich auf den Unterricht konzentriert, vielleicht auch auf die Abläufe, auf die Organisationsstruktur. Oder als ich neu war im Kollegium, habe ich erstmal Vertrauen zu meinen Kolleginnen und Kollegen aufgebaut. Wie war das für Sie? Und wie bei der ersten Frage pendeln wir uns ein. Ich frage mich jetzt gerade, ob die 65% auch die vom Anfang sind, für die das Privatleben in der Schule eine Rolle oder keine Rolle spielt. Weil Sie hatten ja angegeben, dass es keine Rolle spielt. Und ich frage mich, ob dann im Umkehrschluss die 40%, die gesagt haben, doch, es spielt eine Rolle, ob dann eben das auch für Sie diejenigen waren, die direkt Vertrauen aufgebaut haben, erstmal die Beziehung vielleicht in den Vordergrund gestellt haben. Okay, vielen Dank für diesen kurzen Exkurs. Sie können die Antworten bzw. die Resultate sich per E-Mail zuschicken lassen. Ich werde das auf jeden Fall tun, weil ich das sehr spannend finde. Ich komme tatsächlich mit einem theoretischen Fundament heute hierher. Ich freue mich natürlich als Sprachwissenschaftlerin unter so vielen Sprachexpertinnen und Experten zu sein, aber besonders auch das theoretische Fundament, was ich in der Bildung erworben habe, wo dann auch die 21st Century Skills sofort eine Rolle gespielt haben, möchte ich kurz erwähnen. Ich habe in meiner Zeit in den USA in den 7 Jahren gemerkt, dass das nie geplant war. Also es war ein Schüleraustausch, der dann von Jahr zu Jahr immer länger wurde, bis er irgendwann ein Studentenaustausch und dann irgendwann ein Erwachsenenaustausch war und weniger Austausch, sondern so fies in Amerika. Und ich habe dort in einer Kultur gelebt, die den American Dream hat. Wir haben in Deutschland keinen deutschen Traum. Es gibt den American Dream, wo es vom Tellerwäscher zum Millionär geht, wo jeder und jede sein und ihr Glück selber in der Hand hat und große Dinge schaffen kann und auch auf mich sehr viel Verantwortung gelegt wurde, das eben auch in die Hand zu nehmen. Das war mir zu dem Zeitpunkt aus dem deutschen System nicht ganz so bekannt, also ein kultureller Unterschied, den ich sehr stark wahrgenommen habe für mich selber. Mein Master of Education ist in International Education Policy. Ich weiß bis heute nicht genau, was man damit macht. Ich versuche das anzuwenden, eben auf systemischer Ebene. Wusste aber, dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, in irgendein System auf einer Flughöhe mehr als 10 Zentimeter über dem Boden anzufangen, sich irgendein Urteil zu leisten. Deswegen habe ich erst mal 2 Jahre an einer Duisburger Gesamtschule gearbeitet. Duisburg, wie vielleicht einige von Ihnen wissen, ist in dem Rheintal auch angesiedelt, nördlich von Köln, meiner jetzigen Heimatstadt. Duisburg hat in den 80er, 90er Jahren 60% seiner Stahl- und Chemieindustrie verloren und wurde zu einer Geisterstadt. Also viele verschiedene Bezirke, auch heute, sind leer, stehen einfach leer und sie laufen da durch und sehen entweder lungernde Menschen, die mit Sicherheit keinen sozialversicherungspflichtigen Job haben, oder Straßen, in denen wirklich schon sehr, sehr lange einfach keiner mehr war. So, und in dieser Stadt gibt es eine Kirche und eine Moschee, die sind 100 Meter voneinander entfernt und ganz in der Nähe war meine Schule. Und ich, dadurch, dass ich über eine internationale Organisation an die Schule gekommen bin, Teach First Deutschland, wusste ich, das ist eine sogenannte Standorttyp 5 Schule. Das heißt, Migrationshintergrund der Kinder über 60%, bei mir an der Schule waren das 82%. Das bedeutet, dass das Kind entweder selber im Ausland geboren wurde oder ein Elternteil mindestens hat, was im Ausland geboren wurde. Die Jugendschwangerschaftsrate war relativ hoch, die Arbeitslosenquote war noch viel höher, Hartz IV und andere Sozialhilfeleistungen wurden natürlich bezogen. Und jetzt kam ich in diesen Bezirk als Pseudo-Lehrkraft. Man darf in Deutschland nicht unterrichten, wenn man kein Staatsexamen hat. Da war ich auch ganz froh drum, weil ich eher im Tandemunterricht
eingesetzt wurde. Ich habe zusätzlich Projekte gemacht und ganz stark mich auf die Elternarbeit fokussiert. Das heißt, ich habe Ihnen diese Station mitgebracht, um heute wirklich auch aus dem Klassenzimmer zu sprechen, aber um immer wieder auch den Zoom zu suchen, raus in die Systemik, über Duisburg hinaus. Wenn ich aber heute von Schulen spreche, dann nicht über die Düsseldorfer Schule, wo die Kinder im Alter von 16 mit Longchamp und Pelz zur Schule kommen, sondern eben über meine Schülerinnen und Schüler, die mir die Moschee gezeigt haben, genauso wie ich ihnen das Gemeindezentrum gezeigt habe. Und wir, das fand ich sehr schön von dir, Michelle, eben versucht haben, eine Gegenseitigkeit aufzubauen. Und heute, das Foto wurde vor 2 Wochen aufgenommen, bin ich als Beraterin im öffentlichen Sektor sehr stark daran interessiert, wie Organisationen sich auf den Weg machen, sich zu verändern. Und das geht nur, wenn Menschen sich verändern, wenn Menschen merken, hier entsteht ein Leidensdruck und wir möchten da gerne was machen und wir haben auch Ideen, aber wir brauchen vielleicht jemanden, der von außen mal drauf schaut. Das heißt, ich spanne gerade den Bogen von der Theorie und der Praxis zu eben zur Systemtheorie und darf als positive Irritation in verschiedenen Systemen Impulse geben und freue mich da sehr drüber. Teilweise bin ich in Ausländerbehörden gerade unterwegs, die ich viel schöner Willkommensbehörden nennen würde, was wir auch tun bei uns. Das Bild wurde aufgenommen mit Migranten-Selbstorganisationen, die ich im Moment begleiten darf auf ihrem Weg zur Fördermittelakquise, also dass sie eben gutes Geld bekommen, um ihre Projekte bezahlt zu bekommen. Und möchte, das ist mein Traum, das werde ich Ihnen später auch nochmal erläutern, gerne eben unser Bildungsherz ausbauen und Schulen enger begleiten. So, unsere Agenda heute ist, ich möchte einfach einmal kurz die Situation ansprechen, in der wir seit 3 Jahren leben und die sehr, sehr viele Politiker sehr viel Nerven zu kosten scheint. Ich möchte einmal über Reaktionen und Reformen sprechen, die ich aus Politik und Wissenschaft wahrnehme. Das ist nie vollständig, was ich heute präsentiere, aber es sind die Dinge, die mir sehr stark ins Auge gefallen sind. Und dann möchte ich mal gucken, inwiefern sprechen denn die Reaktionen und Reformen wirklich die Dimension des Wandels an und gibt es da nicht vielleicht eine andere Lösung? Ich brauche das, glaube ich, nicht ganz lange erläutern, dass Europa ein Einwanderungskontinent ist, schon seit sehr langer Zeit. Aber die Zahlen sind doch sehr spannend. Ich habe mal die aktuellsten genommen, also Ausländerinnen und Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, sind jetzt erstmal ausgenommen. Es geht nur um die Neuzugewanderten. Diese Grafik präsentiert natürlich Deutschland, was in 15, 16, 17 rund 1 Million Menschen aus Syrien und anderen Krisen- und Kriegsgebieten aufgenommen hat. Ich finde, die ist immer nicht sehr zulänglich, wenn man das alles mal proportional auch auf die Bevölkerung, die das Ganze ja schließlich irgendwann betrifft und die sich daran beteiligt, runterrechnet. Das habe ich mal gemacht. Das sind die gleichen Zahlen, es sind die aktuellen Bevölkerungszahlen und da sind sich Österreich und Deutschland gar nicht mehr so unterschiedlich. Die waren vorher 6 Plätze auseinander. Das bedeutet, dass auf 1000 Menschen bei uns in den Kommunen, in den Gemeinden, in ihren Städten 5 neue Menschen dazugekommen sind, die Kriegserlebnisse haben, die aus dem Krisengebiet kommen, die nicht freiwillig ihr Zuhause verlassen haben, die in so Situationen kommen wie mein Schüler Bashar. Der hat zwischendurch so Momente gehabt, da hat er seinen Bleistift genommen und so rüber zu seinem Nachbarn mit so einem Flugzeuggeräusch rüber gemacht. Und das war eben das Kriegsflugzeug. Ich kannte die Geste auch. Und es gab aber irgendwann einen Triggerpunkt, dass er das wirklich, diesen Stift genommen hat und seinem Nachbar durch die Wange gestochen hat. Genau so ging es mir auch. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit dieser Situation umgehen soll, weil ich in der Willkommensklasse alleine war. Aber ich erzähle diese Geschichte, weil Menschen, die zu uns zugewandert sind, auf einmal Teil unseres Alltags wurden und die sind sicherlich auch Teil ihres Alltages und der Alltag besteht aus solchen Situationen wie diesen oder vielleicht auch aus Situationen, die total schön sind, weil ihnen jemand erklärt, nee, wir gehen erstmal auf den Markt und wir handeln. Wir wissen noch nicht, wie viel die Tomaten kosten, wenn wir da hingehen. Wollen wir das nicht mal probieren? Und schwupps, ich kriege meine Tomaten zum halben Preis. Europa verändert sich, nicht nur Deutschland. Ich weiß auch nicht, wie ich damit umgehen möchte, dass Deutschland immer in so einem Schlaglicht ist. Ich glaube, dass es im Moment nicht gesund ist und es kriegt die Aufmerksamkeit für definitiv die falschen Dinge.
Aber unsere Gesellschaften verändern sich und die werden bunter und die Vielfalt steigt. Die Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, ich hatte leider keine EU-übergreifende Daten, sonst hätte ich die präsentiert, kommen aus Krisen- und Kriegsgebieten, das habe ich schon erwähnt, natürlich zum größten Teil aus Syrien. Sie bringen unterschiedliche Identitäten mit. Das sind nur die Top-Sprachen hier aufgelistet. Es sind noch sehr, sehr viele andere Sprachen, die natürlich in den Ländern, die ich eben gezeigt habe, gesprochen werden. Weiß jemand von Ihnen, wo Comanche gesprochen wird? Oder welche Gruppe von Menschen das spricht? Arabisch kennt jeder, Dari Farsi kennt jeder. Aber Comanche, da ist, das hat mich sogar auch überrascht. Ja, wir haben hier jemanden, der es weiß. Nee, das hört sich fast so an, würde man meinen. Es sind die Kurden. So, und bei den Kurden gibt es ja aber nicht nur Kurden, die in Kurdistan leben, weil Kurdistan gibt es gar nicht, sondern die leben verteilt über 6, 7, 8 verschiedene Länder. Das heißt, auch Comanche besteht wieder runtergebrochen aus ganz vielen verschiedenen Dialekten. Arabisch, Fusha, wird in keinem Land gesprochen, über 30 Länder, glaube ich, die Arabisch mit als Sprache in ihrem Land pflegen. Arabisch hat über 30 Dialekte, die nicht immer zwischen den Ländern, also wenn Sie maghrebinisches Arabisch in Marokko sprechen, dann wird das in Syrien erstmal keiner verstehen oder in Ägypten. Also ich möchte damit sagen, innerhalb dieser Sprachgruppen gibt es nochmal eine große Vielfalt, die zu uns kommt. Tigrinisch, hat das jemand schon mal gehört? Ist eine semantische? Noch? Super, super, genau. Hier wurde gerade der Tigris gesagt. Also Tigrinisch ist eine Sprache, die sich nomadisch entwickelt hat, die heute in Eritrea und Äthiopien gesprochen wird. Englisch, Französisch kennen Sie, Somali ist hier reingerutscht, Türkisch und Russisch, diese Sprachen werden noch gesprochen. Weiß jemand, wie viele Schriftsysteme hier repräsentiert sind? Ja, sie zählt schon mehr als 3, richtig, es sind mehr als 3. Wer bietet mehr? 6? Ah, ich kam auf 5 in meiner Analyse. Genau, Dari Farsi sind Arabisch. Also ich kam auf 5, Sie dürfen das aber gerne überprüfen. Das heißt, die Vielfalt hier, die gesprochene und die geschriebene, die in unsere Klassenzimmer kommen, ist wahnsinnig hoch. Wahnsinnig hoch. Damit kommt natürlich eine große Vielfalt an religiösen Einstellungen, die unser Weltbild, unser Denken prägen. Ich möchte hier kurz, nur ganz kurz erwähnen, auch innerhalb des Islam würde ich mal die Korrelation herstellen, dass es keinen Papst gibt, eben wie beim Katholizismus, der, auch wenn man sich daran stößt, eine Botschaft, die für alle Katholiken vermeintlich gilt, in die Welt posaunt. Das heißt, es gibt kein anderes Oberhaupt, woran man sich orientiert, der oder die eine Deutung des Korans verkündet. Das heißt, auch innerhalb dieser Gruppe kommt eine wahnsinnige Heterogenität nach Europa, nach Deutschland, in die verschiedenen Gemeinden vor Ort. Genau, noch eine polytheistische Gesellschaft, Religion, die natürlich nochmal ganz andere Prämissen hat als die monotheistischen Religionen. Also die Identitäten, die jetzt kommen mit den Zuwanderern, die sind wahnsinnig vielfältig. So, diese Zahlen finde ich wirklich nahezu unglaublich. 80% derjenigen, die gekommen sind, jetzt in der letzten Einwanderungszeit, bestehen zu 80% aus Menschen, die zwischen 0 und 35 Jahren sind. Das heißt, diese Menschen gehen in Kitas, in die Kindergärten, in Schulen, in Ausbildungen, in ausbildungsbeschaffende, in Berufsbildungsmaßnahmen und später in den Arbeitsmarkt, in arbeitsmarktintegrative Maßnahmen. Das bedeutet schon mal, dass der Gesundheitssektor zum Beispiel natürlich auch mit betroffen ist und mit einbezogen werden muss, aber nicht ganz so stark herausgefordert ist wie der Bildungssektor. Die Hypothese würde ich zumindest mal aufstellen.
So, und diese Dimensionen der Vielfalt, die mit den neuen Zugewanderten zu uns gekommen sind, stellen aus meiner Sicht ein Fazit dar. Die Vielfalt steigt und besonders das System Schule wird zum Ort der Vielfalt. Du hattest es eben schon erwähnt, heterogene Gruppen sind der Regelfall. Wir haben in Deutschland nach wie vor die Idee, dass wenn man Kinder im fragilen Alter von 9 aufteilt, in die Hauptschule, in die Realschule und ins Gymnasium, dann kann man seine homogenen Lerngruppen weiterhin als Wissenstransferperson gut begleiten. Ich glaube, das ist der größte Trugschluss, den man haben kann im Klassenzimmer. Soweit so gut. Das ist aus meiner Sicht die Herausforderung, vor der Schule gerade steht. Sie steht auch vor anderen Herausforderungen, aber wenn ich vor einer Klasse stehe, in der 60% nicht Deutsch als erste Sprache sprechen, dann muss ich anders an meinen Unterricht rangehen, als wenn das der Fall wäre. Ich habe Ihnen einmal einige Reformen und Reaktionen, wie gesagt, schon mitgebracht. Und als ich das Ganze mal so sondiert habe, bin ich auf 4 große Reformanstrengungen gekommen und ich habe mir gedacht, boah, also wenn ich eine Lehrkraft wäre und 4 Reformen in meinem Bundesland gerade gleichzeitig durchgeführt werden würden, ohne dass ich jemals eine Umfrage gemacht habe oder jemals ein Telefoninterview dazu auch mal führen durfte, ich glaube, ich würde mir an die Birne fassen und fragen, echt? Are you serious? Das ist zum einen nämlich der Ganztag, dass Kinder nicht mehr bis 13 Uhr betreut sind, sondern bis 16 Uhr. Das sind 3 Stunden zusätzlich, die von Lehrkräften bewerkstelligt werden möchten. Innerhalb dieses Ganztags gibt es eben nicht nur schulbildende Maßnahmen, sondern auch Freizeitaktivitäten, andere Angebote, Projekte. Und es gibt relativ viele Schulen, die das von ihrem eigenen Personal her nicht gestemmt bekommen und Eltern bitten müssen, sie bitten Eltern, die dann die Freizeitbetreuung mit überbrücken bis 16 Uhr. Weil wenn sie das als Schule sagen, dass sie es machen und ihre Eltern davon ausgehen und 2, 3 Jobs haben und berufstätig sind oder alleinerziehend und berufstätig oder eines von allen, dann brauchen sie das auch, weil sie davon ausgehen, dass mein Kind bis 16 Uhr betreut ist. Das heißt, der Ganztag ist eine sehr gute Idee in einer Zeit, wo mehr Leute erwerbstätig sind, wo mehr Frauen erwerbstätig sind. Sicherlich, es soll auch die rechtliche Grundlage dafür kommen, dass in der Grundschule eben der Ganztag einen Rechtsanspruch sogar hat, aber die personellen Ressourcen dafür wurden nicht gleichzeitig hochgeschraubt. Dazu hat man sich gedacht, Mensch, also an den Gymnasien, das wäre doch super, ich versuche das mal nicht ganz so sarkastisch zu machen, das wäre doch echt klasse, wenn wir haben im Jahr 23.000 leer ausgehende Azubi-Stellen, auszubildende Stellen, es wäre doch super, wenn wir die Jahrgänge etwas jünger in die auszubildenden Maßnahmen reinkriegen würden. Wir verkürzen das Gymnasium, G steht für Gymnasium, von 9 Jahren, also die Sekundarzeit, auf 8. Das hat man gemacht. Es wurden hier auch Ressourcen wieder frei, die man dann umschichten konnte. Das war natürlich alles sehr attraktiv. Aber man hat den Curriculum nicht angepasst. Und man hat gemerkt, komisch, jetzt wiederholen mehr Schülerinnen und Schüler. Und jetzt brauchen wir anstelle von 4 Zügen 5 Züge, weil unsere Klassen wachsen, weil die Kinder das so schnell alles gar nicht lernen können. Also wurde das Personal wieder in diese Klassen reingesteckt. Das lief 5 Jahre in NRW, jetzt wird das zurückgespult von G8 auf G9 wieder. Und die Schulen dürfen jetzt selber entscheiden, was sie anbieten. So. Die dritte Maßnahme, die eingeführt worden ist, das war von Frau Löhrmann bei uns Bildungsministerin im Bundesstaat NRW. Das war eine tatsächlich wahnsinnig gute Initiative. Die hat That Stuff für alle, Deutsch als Zweit- oder Deutsch als Freundsprache, eingeführt, flächendeckend im ganzen Bundesland und damit den sprachintensiven Unterricht befördert. Ich weiß, dass das hier auch ein großes Thema ist. Und es hat tatsächlich
als Metakompetenz den Lehrkräften wirklich geholfen, weil sie gemerkt haben, oh, jetzt verstehe ich, ich kann halt nicht nur Chemie unterrichten, weil Chemie, da muss man ja drüber sprechen können. Also man sollte es auch anwenden und man sollte viele Experimente machen, aber wir müssen uns ja darüber verständigen. Also That Stuff wurde eingeführt, die Lehrerausbildung wurde verändert. Das Problem hier war, ich möchte das gar nicht immer so dunkel malen, aber in der Analyse ist mir das aufgefallen, dass viel zu wenig Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte, die bereits seit 10, 15, 20 Jahren in Schulen sind, zur Verfügung gestellt worden sind. Das heißt, der sprachintensive Unterricht wurde jetzt von allen gefördert. Es stand auch auf jeder Schulhomepage. Und manche Lehrer im Lehrerkollegium haben sich schlicht und ergreifend veräppelt gefühlt, weil sie gesagt haben, woher soll ich das denn wissen? Wie soll ich denn sprachdidaktisch meinen Unterricht umwandeln können, wenn mir das nie jemand gezeigt hat? Also auch da, gut angedacht, nicht gut durchdacht. Oh, Inklusion. Inklusion ist die vierte Strukturmaßnahme, die vorgenommen worden ist in den letzten Jahren. Das hat vor 10 Jahren angefangen, dass eben die drei Stränge, die es in Deutschland gibt, angefangen wurden zu konsolidieren, dass man auch die Förderschulen komplett abgeschafft hat. Auch hier aus meiner Sicht ein super schöner Gedanke, dass alle Kinder, egal welche Fähigkeiten und Fertigkeiten sie mitbringen, gut miteinander lernen können und dass viel Autonomie mit ins Klassenzimmer gegeben wird. Allerdings stelle ich mir das relativ schwierig vor, wenn ich mir meine Klasse angucke, 30 Kinder, über 60%, die nicht Deutsch als erste Sprache sprechen, wo dann 6, 7, 8 Diagnosen dazu kamen, also sozioemotionale Diagnosen, Lerndiagnosen, andere Formen von Behinderung oder Beeinträchtigung und dass die Lehrkraft halt immer noch alleine machen soll. Ich verstehe nicht, wie bei der Inklusion die Erwartung an eine Lehrkraft steigen kann, ohne das Unterstützungssystem genauso auf der gleichen Matrix mit anzuheben und mit zu stärken. So, und da ist mir natürlich aufgefallen, was diese vier gemeinsam haben, sind auf der einen Seite strukturelle Veränderungen, die nicht komplett konsequent durchgeführt worden sind, weil bottom-up nie mal gefragt worden ist, wie funktioniert das denn bei Ihnen im Klassenzimmer? Können wir da mal einen Erfahrungswert von Ihnen bekommen? Können wir mal eine Umfrage machen an allen 38.000 Schulstandorten in Deutschland? Und es ging eben ganz stark um den Abschluss und Anschluss von Jugendlichen. Und das ist super, das ist richtig gut, außer wenn es qualitativ halt doch nicht gut ist. Weil dann kommen die wieder. Oder im schlimmsten Fall gehören die zu den 50.000 Schulabbrechern in Deutschland, die halt ohne Abschluss und dann auch ohne Anschluss auf der Straße stehen. Das heißt, diese Strukturreformen haben alle ihre Berechtigung, aber nicht so, wie sie im Moment durchgeführt werden und durchgeprügelt werden und für Lehrkräfte tatsächlich ein on top sind. Ach so, die alle fordern mehr Ressourcen von Schulen. Wir haben im Moment einen Lehrermangel zum jetzigen Schuljahr gehabt. Die Zahl ist 5-stellig. 40.000 Pädagoginnen und Pädagogen fehlen an deutschen Schulen. Natürlich erstmal mehr in der Grundschule, weil die Kinder erstmal klein sind, wenn sie mehr werden. Also wenn mehr deutsche Kinder... ja. Aber das wird doch überall ankommen. Deswegen frage ich mich, wenn wir diese unglaublich kostbare Ressource so eingeschränkt nur zur Verfügung haben, warum machen wir dann so viele Strukturreformen, die noch mehr Ressourcen kosten? Das verstehe ich nicht ganz. So, wir kommen zur Wissenschaft. Also ich wurde eingeladen, um über 21st Century Skills zu sprechen. Das tue ich jetzt auch. Ich erfülle hiermit mein Versprechen. Und möchte kurz hinweisen, wir machen kurz eine Zeitreise, 20 Jahre, da war ich noch sehr jung. Aber ich möchte darüber sprechen, weil mich das im Vorlesungssaal tatsächlich sofort begrüßt hat. Also, ich habe angefangen, wenn man International Education Policy macht, dann muss man an 5 Harvard-Schulen Kurse belegen. Also man muss an der Bildungsfakultät sein, man muss einen Business-Kurs dazu belegen, um den Return of Investment von Bildung ökonomisch darstellen zu können. Das waren meine schlechtesten Kurse. Man muss an der Harvard Kennedy School Politik und öffentliche Verwaltung machen, Public Administration, man muss an der Law School sein. Und
was bei Neuro machen, das ist entweder an der psychologischen oder an der medizinischen Fakultät. So, das heißt, man rennt eigentlich nur von Campus zu Campus, von einer wunderschönen Bibliothek in die nächste mit großen Säulen und hat das Gefühl, man ist in einem Sowjetstaat, aber viel schöner. Und mir ist bewusst geworden, in diesen 5 verschiedenen Kursen, dass vor 20 Jahren ein sehr stark sozioökonomischer Diskurs begonnen hat. So. Die Vordenker nämlich, die Hanuscheks, die Levis, die Murnanes, die angefangen haben, Bildung überhaupt erstmal in die Perspektive des Arbeitsmarktes zu setzen, die haben 96, 98, Anfang der 2000er Jahre diese Papiere veröffentlicht, in denen sie gesagt haben, die Welt verändert sich, der Arbeitsmarkt verändert sich, die Technologisierung erfordert, dass Menschen vielleicht gar nicht mehr arbeiten, sondern eher in den Dienstleistungssektor gehen. Aber das Argument, dass das heute vielleicht erst so ist, dass Kinder, die heute Abi machen, 60% Stellen ausfüllen werden später, die es noch gar nicht gibt, das fing schon in den 90er Jahren an. So. Und dieser Ansatz hat dazu geführt, dass sich der Bildungssektor mit der Wissenschaft und mit der Wirtschaft an einen Tisch setzen musste, weil da so ein bisschen die Daumenschrauben angedreht worden sind. Hanuschek hat veröffentlicht, dass es doch gar keinen großen Unterschied macht, ob man 26 oder 30 Kinder vor sich sitzen hat. Oder sogar 35 oder 39, das war seine Maximumzahl. Da frage ich mich natürlich, Sie haben eben meine Schülergruppen gesehen, welche Schüler hatte der denn vor sich? Ja? So, also die Wissenschaft sitzt zum ersten Mal, das war vor 20 Jahren, die sitzen zum ersten Mal um einen Tisch. Und es geht zum ersten Mal um Metakompetenzen, nicht mehr nur Fachkompetenzen. Und das ist tatsächlich eine Neuheit, deswegen 21st Century Skills. Man sitzt zusammen um einen Tisch und man sagt, nee, die brauchen doch das und nee, die brauchen das. Und je mehr man abstrahiert, desto mehr kommt man auf die Skill-Ebene, die nichts mehr mit Fach zu tun hat, nicht mehr mit Altersgruppe zu tun hat, nichts mehr mit Nationalität zu tun hat, vielleicht nicht mehr mit irgendwas zu tun hat, das würde ich auch mal so in den Raum stellen. Aber dieses Abstraktionslevel war neu. Das war neu. Das P21-Framework. P21 ist mittlerweile, es steht für Partnership 21. Und dieses Partnership wurde aufgebaut zwischen den 3 Sektoren, also zwischen der Wissenschaft. Da sitzen immer verschiedene Vertretende dann auch um einen Tisch. Man hat Leute aus dem Arbeitssektor da sitzen und man hat Leute aus der Bildung da sitzen. Und die gemeinsam entscheiden, was denn jetzt für die oder für die Schule angebracht ist. Die haben angefangen, dann ganz stark zu beraten. Also 2006 wurden die gegründet. 2012, ich weiß nicht, wer von Ihnen im US-amerikanischen System sehr bewandert ist, wurde Common Core eingeführt. Common Core war der erste standardisierte Curriculum fürs ganze Land. Das öffentliche Bildungssystem in Amerika ist unfassbar schlecht. Und das war der erste Diskurs, den man darüber geführt hat, was Kinder eigentlich können müssen und dass man das vielleicht auch messen können sollte. Das war dieser Diskurs, der begann. Deswegen das Herzstück der 21st Century Skills ist dieses Partnership. Die OECD war eine der Organisationen, die das nach Deutschland gebracht hat und die sich das natürlich auch ein bisschen unter den Nagel gerissen hat und weiterentwickelt hat. Heute in der Initiative der OECD Education 2030 sitzen um den Tisch, ich glaube 60 Nationalitäten oder so, nicht nur europäische Länder, auf allen unterschiedlichen Ebenen, föderalen Ebenen, also wirklich von Bundesbildungsministern bis hin zu Lehrkräften, die an einem Tisch sitzen und die diesen Diskurs weiterführen. Es ist ein interfachlicher Diskurs zu verschiedenen Fähig- und Fertigkeiten. Die OECD geht dabei von Wissen, Fertig- und Fähigkeiten und Werten aus, etwas anders konzipiert als die Lernfertig- und Fähigkeiten. Das Verständnis, was man in Schrift und was man eben fürs Leben braucht. So, und das, ich möchte Ihnen hier nochmal zeigen, wenn Sie das genau betrachten, dann sieht man hier Career Skills, Life and Career Skills, das sind so die Levis, Murnanes, Hanuscheks, die
hier ganz, ganz stark mitgesprochen haben. Jenkins war jemand, das war auch ein Professor, ich weiß nicht, ob das Namen sind, die Sie schon mal in der Literatur gesehen haben, der ganz stark, der hat am MIT gearbeitet und hat ganz stark diese mediale, die Technologisierung und Industrialisierung, das hat ja schon alles verändert und jetzt kommt die Technologie und die Digitalisierung und die Kinder, die werden ja gar nicht mehr arbeiten, das ist halt völliger Quatsch. Ja, es gibt jetzt Instagram-Leute, die im Alter von 21 eine Million verdienen, aber das ist halt nicht der Durchschnitt. Sie sehen hier, dass das zweite Camp und das dritte Camp von Lehrkräften, die tatsächlich gesagt haben, Mensch, das ist eigentlich echt spannend, weil wir an unserer Schule jetzt auf einmal einen Qualitätsdiskurs auch haben können über Metakognition und Metakompetenzen, was uns die Möglichkeit gibt, tatsächlich besseren Unterricht anbieten zu können. Jetzt die Enthüllung der 21st Century Skills. Es sind im Herzen diese vier Cs, die man gemeinsam entwickelt hat. Und ich finde, das muss ich davor sagen, ich finde die total schön. Ich finde die total schön und ich habe jede meiner Unterrichtsstunden, egal ob die besucht war oder nicht, durch diese Brille getestet, weil ich geguckt habe, ist mindestens eine dieser Metakompetenzen dabei. Und wenn nicht, dann ist es vielleicht für den Lerner nicht ganz so eine coole Stunde oder nicht ganz so eine coole Erfahrung. Denn Critical Thinking steht im Mittelpunkt, die Lernenden sollen denken, und zwar Deep Thinking. Also nicht nur das mal kurz an der Oberfläche gekratzt und dann schiebt man es beiseite, weil man heute ja auch nur auf einem Facebook-Post oder sonst wo, weiß ich nicht, 1,5 Sekunden verweilt und dann weiterwischt oder auf Tinder. Communication, Sie dürfen das gerne auch fotografieren, Sie müssen nicht schreiben. Communication, dass die Kinder miteinander sprechen, was bedeutet, dass ich die Schnüsse halten muss, wenn die reden? Das ist ein komplett neues Konzept der Lehrrolle. Und die Kollaboration, die müssen nicht nur miteinander sprechen, die müssen auch miteinander arbeiten. Das heißt, ich muss, wenn ich Teamarbeit mache, Gruppenarbeit, müssen wir über Rollen sprechen. Es muss jemand geben, der Schriftführer ist, der vielleicht die Moderation macht, aber die müssen das erstmal lernen und trainieren. Deswegen darf ich bei der ersten missglückten Stunde mit Arbeitsgruppen nicht sagen, oh, das ist ja so schlecht, die können das alles gar nicht, weil sie es gar nicht trainiert haben. Sowas muss trainiert werden als Methodik. Und die Kreativität. So, jetzt sagen Sie meinem Mathematiker, dass er bitte seine Stunde auf Kreativität auslegen soll. Es ist sehr spannend und es ist total schön, was dabei rumkommt, weil auf einmal genau diese Vielfalt von Antworten auf einmal möglich ist. So, jetzt sind Sie enthüllt. Das sind Sie. Und jetzt geht meine Präsentation nicht weiter. Was bedeutet? Tada, dabei bleiben wir jetzt. Aber wir hatten ja angefangen mit Vielfalt. Das sind immer noch meine Schülerinnen. Und wir haben immer noch keine Lösung dafür gefunden, wie kultursensibel im Unterricht umgegangen werden kann. Jetzt kommt mein Lösungsvorschlag. Mal gucken, ob der gleich wieder funktioniert. Ich möchte nämlich eigentlich gerne mich bewegen im Raum. Naja, egal. Was ist denn eigentlich Kultur? Sie hatten geantwortet Sprache und dann waren da 200 mal 5, also noch viele andere Begriffe drumherum, die nicht nur was mit Sprache zu tun hatten. Denn nur weil jemand Französisch spricht oder Deutsch spricht, wie ich hier in Österreich, heißt das nicht, dass ich das hier in Österreich auch alles verstehe. Tatsächlich so. Kultur behandeln wir bei IMAP auf verschiedenen Ebenen. Also wie bei, wenn Sie eine Karte öffnen bei Google und Sie können reinzoomen, dann gehen wir von der Nationalkultur, die sicherlich wichtig ist, aber nie eine Korrelation, Sie haben das sehr schön angesprochen, vom Hund auf den Chinesen, es gibt keine Kausalität zwischen den beiden. Es gibt allerhöchstens eine Korrelation, nicht jeder Deutsche trennt Müll. Ja, ist so. Ne? Also Landeskulturen sind wichtig, wenn wir weiter reinzoomen, das ist das Wappen von Baden, das kann mein Kollege wahrscheinlich einfach sehr, sehr gut zeichnen. Es gibt Organisationskulturen, keine ihrer Schulen ist die gleiche, sie haben unterschiedliche Schulkulturen bei sich, da bin ich mir sicher. Unterschiedliche Teamkulturen, aber auch Familienkulturen und sogar Sie als Person, ich als Person, wir haben eigene persönliche Kulturen über die Jahre aufgebaut. Und unsere Definition bei IMAP
bei meinem Institut ist, dass wir Kultur als Aushandlungsprozess sehen zwischen Menschen darüber, was normal sein soll. Wenn bei Ihnen ein Praktikant anfängt, José, und José zur Begrüßung jeden erstmal küsst, ah ja doch, in Österreich macht man das auch, ne? Also in Deutschland, wir saßen wirklich, wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir haben uns so geniert, weil wir waren 80 Leute im Kollegium, davon wahrscheinlich 65 Frauen, die hat der alle auf die Wangen geküsst. Das ist ein Tabubruch, das ist eine Normalität für ihn gewesen, die für uns nicht normal war und die eine ganz komische, dissidente Situation erzeugt hat. Und je weniger Menschen in der Lage sind, diesen Aushandlungsprozess gut zu gestalten und auch mit einem Lachen zu gestalten, desto gewalttätiger wird der. Und da ist es dann nicht mehr lustig. Weil Krieg dann genau, also in der eskalierten Version, genau die Situation ist, wo eben der Aushandlungsprozess einfach nicht mehr stattfindet. Und Normalität eben nicht mehr von verschiedenen Menschen mitgestaltet wird. Wie gesagt, Sie dürfen das gerne fotografieren, Sie müssen nicht mitmalen. Da hat mein Kollege sehr, sehr lange dran gezeichnet. So, Definitionen macht man relativ schnell, deswegen hier schnell. Von der kulturellen Kompetenz, die aus meiner Sicht das Herzstück ist, was Schulen nach vorne bringen würde. Und jetzt kommt das schönste, sperrigste Wort aus meiner Sicht, was wir in Deutsch haben, Ambiguitätstoleranz herzustellen. Also einfach es aushalten zu können, dass vielleicht andere Leute sich anders begrüßen, als ich mich begrüßen möchte. Oder, das ist ja jetzt noch ein relativ harmloses Beispiel, aber dass andere Menschen andere Denkweisen und andere Handlungsmuster haben als ich und dass das nicht unbedingt widersprüchlich sein muss, solange wir einen gemeinsamen Nenner haben, der dann die Verfassung ist oder eine Regel. Sie haben alle ihre Schulregeln oder Klassenzimmerregeln, die man gemeinsam erarbeitet und unterschreibt, wo sie dann natürlich sagen können, siehste. Aber es geht um dieses Prinzip der Anschlussfähigkeit. Also wenn wir kultursensibel denken und handeln können, und in der Lage sind, selber zwischendurch einfach mal auszuhalten, dass mein Klassenzimmer halt heute mehr Dinge mit mir macht, als ich mit ihm, dann kann ich anschlussfähiger die Menschen erreichen, die ich mit ins Boot holen möchte und vielleicht sogar muss, um die Lernerfahrung für den Schüler möglich zu machen. So, vielen Dank. Ich möchte Ihnen einmal berichten, was ich in der Schule beobachtet habe. Ich habe da nämlich nicht beobachtet, dass Lehrkräfte, vielen Dank, eine besonders hohe Ambiguitätstoleranz haben und ich habe auch nicht beobachtet, dass sie besonders anschlussfähig sind. Ich habe nämlich in diesem Dreieck von Kommunikationsbeziehungen habe ich beobachtet, dass die Lehrkraft sagt, ich wollte über drei Beispiele sprechen. Ja. Also beim Elternsprechtag, wir hatten, wie gesagt, über 80% Menschen mit Migrationshintergrund. Die Deutschen, die es bei uns gab, das sind Leute, die dann Pegida oder Dugida auf die Brust tätowiert haben, mit Springerstiefeln in die Schule kommen und nur den Eingang nutzen, den nicht türkische Eltern nutzen, wenn sie dran sind. Das heißt, wir hatten eine sehr, sehr gespaltene Gesellschaft bei uns in der Schule. Und wir hatten Lehrkräfte, die dann gesagt haben, ja, wieder nicht gekommen, der interessiert sich halt nicht für seine Kinder. Und dann zuckte man mit den Schultern und dann war das auch abgefrühstückt. Das habe ich in dieser Beziehung so häufig gehört und immer, es wurde nie wahrer, je öfter es mir gesagt wurde. Ich habe das immer weniger geglaubt. Eine Testrückgabe, ich gebe einen Test zurück, ich hatte keine Lehrerbefugnisse, aber ich durfte, das wussten ja die Kinder nicht immer, ich durfte trotzdem Tests schreiben mit den Kids. Wir haben einen Test geschrieben und in dem Moment sehe ich, wie einer meiner Schüler telefoniert. Die Test in der Hand hält und mit jemandem über seinen Test telefoniert. Wir hatten den keine 5 Sekunden gemeinsam besprochen. Und ich gehe an das Telefon und ich frage, hallo, wer ist da? Und dann sagt er, geben Sie mir meinen Sohn zurück, geben Sie mir meinen Sohn zurück. Das ist das erste Mal, 6 von 10 Punkten, das ist sehr, sehr gut. Und ich frage, Ahmed, du kannst doch nicht einfach mitten in meinem Unterricht deinen Vater anrufen, das ist echt nicht lustig. Also ich habe innerlich natürlich gelacht und dann auch mein Pokerface verloren, aber so, und ich habe gemerkt, dass Kinder manchmal Dinge machen, sogar sehr häufig wahrscheinlich, aber besonders meine Schülerinnen und Schüler mit einem Migrationshintergrund, die haben Dinge gemacht, die in dem Moment einfach wichtiger waren
und ich nicht verstanden habe, warum. Und das dritte Beispiel ist die Berufsberatung. Wenn Sie eine Samira fragen, die Kopftuch trägt, was möchtest du denn werden? Du hast doch hier den Katalog durchgearbeitet, 9. Klasse Berufsberatung. Hier, das ist jetzt auch wichtig, weil du beantwortest diese 20 Fragen und dann weißt du so ziemlich, was du werden möchtest. Und die sagte halt, aber ich muss doch erstmal mit meinen Eltern darüber sprechen und meine Tante, die ist Friseurin, aber meine andere Tante, die arbeitet im Tierheim und meine andere Tante, die arbeitet gar nicht, die ist mit ihren Kindern zu Hause und meine Cousine, die macht das und meine andere Cousine, die heiratet jetzt gerade und ich habe jetzt auch einen Freund und ich bin mir auch nicht sicher mit dem Kopftuch. Und ich habe halt gemerkt, wir fragen die Kinder was, wo sie sich entscheiden sollen, weil wir das so gewohnt sind. Und die erzählen mir über 30 Personen aus ihrer Familie oder aus ihrem Freundeskreis, die sie erstmal dazu mit ins Boot holen müssen. Okay, das war jetzt ein falscher Ausdruck, aber die sie erstmal mit, wo sie erstmal mit überlegen müssen, was sagen die denn dazu? Und ich denke mir, du bist doch emanzipiert, du bist fast 18, also du bist 15, aber du bist 18 fast. Warum kannst du nicht entscheiden, wofür du jetzt dieses Praktikum machen möchtest? Mach's doch, wenn du Lehrerin werden möchtest, dann mach es doch als Lehrerin. Oder wie auch immer. Und dann sagt sie, nein, ich möchte lieber in das Tierheim meiner Tante, weil da kenne ich schon jemanden. Ich habe also gemerkt, irgendwie die Erwartungen sind komisch. Die Anschlussfähigkeit ist echt schlecht. Und die Teilhabe und die Teilnahme, das sind Gerüchte. So, wir haben am Anfang eine Diagnose durchgeführt. Die finde ich so spannend. Und die erste Dimension möchte ich einmal ganz kurz besprechen. Zu diesen beiden Fragen hatten wir hier, ich konnte das nicht live übertragen, so neuheitlich bin ich dann leider noch nicht. Wir haben hier das Privatleben spielt bei uns, das haben über 60% von Ihnen gesagt, das spielt auf jeden Fall bei uns eine Rolle. Wir reden darüber, wir erkundigen uns nach den Kindern, nach der Oma, nach dem Hund. Wir fragen nach, wir laden die vielleicht sogar ein zum Geburtstag. Oh, wir sind vielleicht miteinander verheiratet und arbeiten im selben Kollegium oder so. Ne? aber 40% von Ihnen, 40% von Ihnen haben eben gesagt, also ich spreche eher mit meinen Kollegen über die 1b, ach nee, Sie sind eher mit älteren Schülerinnen und Schülern unterwegs. Also eher vielleicht über den 9. Jahrgang, da machen wir ja jetzt eine Reise zusammen. Also das ist vielleicht bei Ihnen eher Gespräch. Das analysiert, findet auf einer Ebene statt, die Sach- und Beziehungsebene in den Vordergrund stellt. Sach- und Beziehungsebene bedeutet, dass es Menschen gibt, die sitzen hier im Raum, deswegen, das ist wertneutral dargestellt, tatsächlich erstmal für den Austausch, egal in welches Umfeld gehen. Und die gucken sich erstmal die Menschen an. Und die wollen die Meinungen hören. Und die stellen Fragen und die Fragen sind vielleicht auch, bist du denn verheiratet oder hast du auch Kinder? Die sitzen hier mit im Raum, relativ viele von ihnen, 60%. Und dann gibt es Menschen, die sind eher sachbezogen, leistungsorientierter teilweise vielleicht. Für die steht im Vordergrund erstmal, und zwar nicht nur bezogen auf die Arbeit, das Fachliche, die Funktion einer Person vielleicht, eine Tätigkeit. So, und dieses Spektrum hat natürlich Ausführungen auf ganz viele Dinge. Ein Beispiel, was ich Ihnen nennen möchte, übrigens, Sie dürfen mal raten, der deutsche Normalbürger, ist der eher sachorientiert oder eher beziehungsorientiert? Ja, das ist super richtig, der ist eher sachorientiert. So, und die arabische Welt funktioniert so nicht. Die arabische Welt
funktioniert mit dem Familienclan nach wie vor. Es gab da keine Säkularisierung. Es gibt keinen Sozialstaat, der sich für einen, mit viel Bürokratie, aber der sich für einen aufopfert, der einem die Spesen zahlt, wenn man es selber nicht hinkriegt. Sondern es ist wirklich alles im Familienclan bewerkstelligt. Man gibt Almosen jeden Freitag. Das ist immer, sind immer 2% vom Einkommen. Und man ist damit der Sozialstaat unmittelbar für jemand anderen. Das ist in Schule wichtig. Das ist in Schule wichtig zu wissen. Ich muss meinen Unterricht anders machen, wenn ich weiß, ich habe Kinder vor mir sitzen, die weniger sachorientiert sind als ich, auch wenn ich als Lehrkraft erstmal Stoff vermitteln muss. Vielleicht muss ich das aber gar nicht. Und vielleicht geht es auch nicht so sehr um das Was, sondern um das Wie ich das mache. Ich hatte 2 andere Fragen gestellt. Da haben wir auf der einen Seite eine große Polarisierung gehabt hier. Wir haben viele von Ihnen, was aus meiner Sicht auch mit dem Leistungsdruck, der auf Lehrkräfte projiziert wird, völlig kongruent ist. Ganz, ganz viele, 90%, die von Ihnen gesagt haben, ja klar arbeite ich da allein dran. Das ist vielleicht effizienter, effektiver, ich kriege meine Sachen gut hin. Ich mache es auch auf eine sehr personalisierte Art. Meine Materialien kann vielleicht nicht jeder benutzen. Und 10% nur sagen von Ihnen, ja, wir arbeiten in Tandems, wir machen viel in der Fachschaft, wir machen vielleicht jahrgangsübergreifende Planungen und stellen da einen Ordner hin, dann kann sich da jeder bedienen. Das sind 10% von Ihnen. Hier hatten wir wieder eine 60-40-Situation von Menschen, die gesagt haben, ja klar, ich habe die Dinge selber in der Hand, es liegt an mir, American Dream Type Deal, ich ziehe mich aus dem Matsch, ich traue mir das zu, ich habe die Stärke, ich bin frei genug, ich bin unabhängig genug dafür, denn das erfordert sehr, sehr viel Stärke, dieses Paradigma im Kopf zu haben. Und es gibt andere von Ihnen, die sagen, ich habe vieles nicht in der Hand und ich muss viel abgeben und ich habe eine gewisse Demut. Ich bin deswegen vielleicht auch abhängiger von anderen Leuten und Faktoren, aber ich habe eine gewisse Demut dem Leben gegenüber, dass ich halt nicht immer weiß, ob jetzt gerade Limonade oder Zitronen kommen oder was auch immer. Das ist aus meiner Sicht auf dieser Ebene Individualismus, Kollektivismus angesiedelt. Und da haben wir auf der einen Seite eine durchlässige Membran, in der das Individuum sich frei bewegen kann. Und wir haben eine Hülle, eine Schutzhülle, die gerade in der arabischen Welt nicht Membran ist, sondern einmal in der Familie, immer in der Familie, es sei denn, du beschmutzt die Ehre und zu Namus und Chedef könnte ich einen komplett anderen Workshop machen, dann wirst du ausgestoßen. Dann bist du nicht mehr Teil unseres Clans. Wir haben ganz ähnliche Ausstoßungsmuster, weil unsere Leute dann ins Gefängnis gehen, wir haben keine Selbstjustiz. Aber das System, das soziale System ist erstmal durchlässiger im Individualismus und nicht ganz so durchlässig im Kollektivismus. Das ist wichtig zu wissen im Unterricht. So, ich habe Ihnen jetzt 2 vorgestellt. Es gibt noch viele andere Dimensionen auf 2 ganz interessanten Achsen. Bitte sprechen Sie mich an, wenn Sie mehr darüber lernen möchten. Ich liebe diese Arbeit und sie macht tatsächlich sehr viel Sinn. Für heute würde ich gerne vorschlagen, bei den 4 Cs fehlt was. Und zwar die Cultural Skills, die zu einer Zeit noch nicht mitgedacht worden sind als ein amerikanisch zentriertes System für Amerikaner Unterricht gemacht hat. Und Amerika kann das, weil man relativ schnell sich Amerikaner nennen darf, wenn man eingewandert ist. Das darf man in Deutschland nicht. Man ist strukturell schnell in Deutschland angekommen und kriegt sein Geld, aber sozial und identifikatorisch haben wir erstmal den Finger auf dem Puls. Da Teil der Gesellschaft zu werden und wirklich vom Herzen, warum haben wir im Zeitalter 2016, 2017 eine Debatte über, ob jetzt Herr Özil bei uns Fußball spielen darf oder nicht und ob er das als Deutsch oder als Türke macht oder mit wem er posiert oder warum nicht. Also das spielt eine Rolle. Die Kultur auf verschiedensten Ebenen spielt aus meiner Sicht eine Rolle und sie sollte gerade jetzt in der Zeit, wo es mehr Migrationsbewegungen in der Welt gibt als je zuvor, stärker in den Fokus genommen werden. Und das wäre mein Ziel, diese migrationsspezifischen Hemmnisse, die ich beobachte, abzubauen und um kultursensible Denk- und Handlungsstrategien aufbauen zu können, um anschlussfähiger zu sein, um zu sagen, wir machen den Elternsprechtag so, Sie bringen Essen mit,
Sie dürfen ihre Kinder alle mitbringen. Wir haben Eltern oder ältere Schülerinnen und Schüler, die auf ihre Kinder aufpassen in der Zeit, wenn wir uns besprechen. Und ich habe Mappen für sie vorbereitet mit dem Lernstoff. Und wir gehen die gemeinsam für ihr Kind durch. Die sind stärkenorientiert, haben viele Smileys. Und wir gehen gemeinsam den Stoff durch, den sie mit ihren Kindern abends im Bett bitte wiederholen, egal ob sie Englisch, Deutsch oder sonst was sprechen oder nicht. Einfach, weil sie am Leben ihres Kindes teilnehmen möchten, weil sie ein Elternteil sind, das sein Kind liebt. So, ich habe vor 2 Wochen einen AMIF-Antrag gestellt. AMIF steht für den Asyl-, Migration- und Integrationsfonds der EU, Europäisches Parlament und die Kommission. Den wird es noch 2 Jahre geben. Ich habe mich darauf beworben mit einer Bildungsorganisation. Und mein Ziel wäre es, hier Multiplikatoren und Konzepte zu entwickeln, die einen Werkzeugkoffer für andere Schulen entwickeln, wo andere Schulen die kulturelle Transformation für sich selber vorantreiben können. Ich weiß noch nicht, was aus diesem Antrag geworden ist. Das werde ich in 8 Monaten erfahren. Und ich muss die ganze Zeit Daumen drücken. Aber mein Ziel oder meine Vision wäre, Modellschulen zu haben, die sich bereit erklären, an Trainingszeit zu nehmen, an richtig spannenden, tollen, coolen, interkulturellen Trainings, an Conscious Bias, Antirassismus. Sie kennen das, viele von Ihnen haben das sicherlich schon gemacht. Wir bieten die bei IMAP an und die befeuern mich jedes Mal so, weil das so toll ist, Menschen eine Sprache dafür zu geben, was ihnen wichtig ist. Dass sie diesen Werkzeugkoffer für sich selber in der Schule mit Best Practices erarbeiten, denn nicht alles, was für sie funktioniert, funktioniert für andere. Dass es Supervision und Beratung gibt. Ich glaube, dass es vielen Lehrkräften, dass sie das total schön finden würden, wenn sie einfach mal zwischendurch, und das machen sie im Türrahmen, machen sie das eh, die kollegiale Fallberatung, aber wenn es eine systemische Coaching-Begleitung gäbe, ich fände es total spannend, das mal zu pilotieren. Und dann mit Monitoring und Evaluation, mit wirklich guten Befragungen, quantitativ, qualitativ mal reinzugehen und sich wirklich mal den Erkenntnissen stellen. Denn wirkliche Wirkung kann auch echt bitter sein, wenn man sieht, das war überhaupt nicht intendiert und es hat ganz andere Wirkungen erzielt. Aber auch dann muss man sich dem stellen. Und das fände ich spannend rauszufinden. Und das wäre meine Vision für so eine Truppe, die hier in einem englischen Museum sich genau aufgehalten hat. Und meine Vision wäre, dass wir Schule, was eh ein Ort der Vielfalt ist, zum Ort der Integration machen, wo Kinder und Jugendliche selber so aufgeklärt sind über ihre Kultur, dass sie wissen, dass sie damit die Schule bereichern und nicht zu einem Standort Typ 5 machen, der sie automatisch zu einem sozialen Brennpunkt macht. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von mir. Alles Gute.